Die OnePlus Buds Pro sind nicht der erste kabellose Kopfhörer von OnePlus. Man hat bisher bereits Produkte auf den Markt gebracht, möchte sich jetzt allerdings mehr im Premium-Bereich anordnen oder einordnen. Dementsprechend gibt es jetzt ein Pro-Modell mit ANC, also einer aktiven Geräuschunterdrückung. Das konnte ich mir in den letzten Tagen und Wochen ein bisschen genauer anschauen, im Alltag testen. Und ich möchte heute in dem Video einfach mal mitteilen, was so meine persönlichen subjektiven Eindrücke dazu waren. Und ich wünsche euch viel Spaß mit dem Video. Fangen wir vielleicht direkt mit dem an, was den meisten auch auffallen dürfte, und das ist diese neue Optik oder diese Optik, die wir bisher noch nicht so wirklich gesehen haben, mit dieser Dualoptik, dieser Kombination aus Matt und Glanz. Gefällt mir persönlich eigentlich ganz gut, vor allem da ist sehr, sehr viel Matt-Schwarz vorhanden. Das mag ich. Ich finde das Design durchaus ansprechend und es hebt sich auch mal so ein bisschen davon ab, von diesen anderen Modellen, die gerne einfach nur ein weißes Modell auf den Markt bringen, was dann einfach wie die AirPods aussieht. Die Form ist wie die AirPods, Silikonaufsätze, kürzere Stängel etc., aber die OnePlus Buds Pro sehen dann tatsächlich ein bisschen anders im Alltag aus und das finde ich durchaus mal erfrischend. Bei mir persönlich sitzt die Form gut im Ohr, das ist aber auch immer eine sehr subjektive Frage, natürlich wie die Ohrform ist. Natürlich gibt es aber auch mehrere Silikonaufsätze, wo ihr das Ganze dann testen könnt. Für den Sport sind die OnePlus Buds Pro für mich persönlich nicht unbedingt geeignet, da brauche ich dann einen richtigen In-Ear-Kopfhörer, wie zum Beispiel das Modell von Sony, was ich schon getestet habe, aber so im Alltag mag ich dann diese etwas offenere Bauform lieber. Wenn ich zum Beispiel hier in der Wohnung rumlaufe, wenn ich spazieren gehe oder sowas, dann nutze ich dann einen etwas offeneren Kopfhörer wie diesen lieber. Mein persönliches Highlight ist tatsächlich das Case. Es ist schön klein, es ist matt, es fühlt sich hochwertig an. Es eignet sich auch gut für den Transport, was mir wichtig ist, denn so einen Kopfhörer nehme ich gerne mal mit. Wie gesagt, zum Spazieren in die Hosentasche, dann muss das Case, das darf dann nicht zu groß sein. Mit der Akkulaufzeit war ich zufrieden. 5 Stunden gibt OnePlus mit ANC an, das reicht mir vollkommen aus. Ich komme im Alltag mit so einem Kopfhörer, bin ich noch nie über 3 Stunden gekommen. Auch in diesem Fall habe ich erstmal 2 bis 3 Stunden am Stück genutzt und hatte noch genug Restlaufzeit, um sagen zu können, die 4 Stunden knackt man. Für mich persönlich reicht das ehrlich gesagt vollkommen aus. Und wenn nicht, legt man den Kopfhörer einfach ein paar Minuten ins Case und dann geht es direkt weiter. Mit Case kommt man insgesamt auf 28 Stunden Akkulaufzeit. Geladen wird übrigens über USB-C und Qi, also kabelloses Laden ist vorbei. Da ist OnePlus bei den Smartphones hier nicht immer der größte Freund. Hier hat man es dem Case aber zum Glück spendiert. Und es gibt außen noch eine kleine LED auf dem Case, welches dann die Akkulaufzeit oder den Akkustand anzeigen kann. Kommen wir zum wichtigsten Punkt und das ist natürlich der Sound. Da finde ich, gibt es gute Mitten, gute Höhen und auch der Bass kann doch durchaus ordentlich drücken. Ein Equalizer gibt es leider nicht und ist auch, soweit ich das erfahren habe, ich habe da mal nachgefragt, aktuell nicht geplant. Aber ich finde, der Sound ist durchaus gut. Für diese Preisklasse von 150 Euro würde ich sogar sagen, sehr gut. Es gibt Modelle, die noch ein bisschen besser sind, das Modell von Sony. Aber ich würde sagen, für 150 Euro kann man damit durchaus zufrieden sein. Und was ich vor allem auch gut fand, ist, dass es eine sehr, sehr stabile Verbindung gab. Also sie haben sich sehr, sehr schnell mit dem iPhone verbunden. Die Verbindung war immer stabil und man kann auch beide Ohrteile einzeln nutzen. Es gibt übrigens bereits Bluetooth 5.2, also der aktuelle Standard ist hier bereits verbaut. Mit dem ANC war ich persönlich nicht immer ganz zufrieden. Hier daheim in der Wohnung, wo bei mir es allerdings auch etwas leiser ist, wo ich jetzt nicht unbedingt die große Geräuschunterdrückung benötige, war ich durchaus zufrieden. Aber unterwegs beim Spazierengehen, und da nutze ich normalerweise die AirPods Pro, war ich nicht ganz so zufrieden. Vor allem dann an einer direkten Straße hat man doch schon gemerkt, dass das ANC nicht ganz so gut abschirmt, wie das dann zum Beispiel bei den AirPods der Fall ist. Da darf OnePlus vielleicht gerne nochmal ein bisschen nachlegen. Es ist nicht schlecht, aber auch nicht so gut, wie das andere Modelle machen, wobei man natürlich auch dazu sagen muss, dass Sony und Apple, die das besser machen, auch natürlich eine ganze Ecke mehr Geld verlangen. Eine IP55-Zertifizierung ist dabei, man kann also durchaus auch mal ein bisschen Sport damit machen. Wie gesagt, für mich ist der Kopfhörer nicht unbedingt für den Sport geeignet, aber wer das machen möchte, der kann das damit durchaus tun. Dann gibt es noch sowas wie OnePlus Audio ID, also quasi, dass sich der Sound so ein bisschen eurem Hörverhalten anpasst. Habe ich aber ehrlich gesagt keinen großen Unterschied feststellen können. Die Sprachqualität ist gut. Ich bin allerdings kein Experte, das will ich in diesen Videos immer wieder dazu sagen. Ich habe jetzt mal so 10, 15 Minuten damit telefoniert, war sehr zufrieden. Aber ich bin keine Person, die mit so einem Kopfhörer wirklich 1, 2, 3 Stunden täglich oder in der Woche mehrere Stunden telefoniert. Aber ich persönlich bin durchaus zufrieden, für so einen Anruf ab und zu reicht mir das vollkommen aus. Gesteuert werden die OnePlus Buds Pro über diesen Stängel, also über dieses glänzende
Element, was ihr unten sehen könnt, durch Drücken. Da gibt es mehrere Gesten, also kurzes Drücken, Doppeldrücken, dreifach länger etc. Das könnt ihr dann auch über die App einstellen. Die gibt es übrigens für Android und iOS, was ich persönlich gut finde. Ich habe die OnePlus Buds Pro mit dem iPhone genutzt und es ist im Endeffekt, es ist die App von Oppo. Also die beiden Marken gehören ja mittlerweile zusammen und in diesem Fall richtet ihr das Ganze auch über die App von Oppo einfach ein. Wie gesagt, da gibt es ein paar Optionen, da könnt ihr ein paar Firmware-Updates machen, aber eine Equalizer-Funktion fehlt hier leider, die ist auch aktuell nicht geplant. Wie lautet also mein Fazit zu den OnePlus Buds Pro? Es gibt von mir durchaus eine Kaufempfehlung, auch wenn es mir natürlich manchmal ein bisschen schwerfällt, weil sie sich im direkten Vergleich mit den AirPods Pro messen müssen. Und da sind sie oft auf einem Level, aber die AirPods sind beim ANC, also bei der aktiven Geräuschunterdrückung, wenn ich unterwegs spazieren gehe, einfach nochmal eine Ecke besser. Deswegen nutze ich sie dort auch mittlerweile wieder lieber. Aber so hier im Alltag habe ich festgestellt, nutze ich die OnePlus Buds Pro sehr gerne. Ich mag das Design, ich mag das Case, wie sie sich nutzen und so weiter. Gefällt mir persönlich gut und ich mag auch das Klangbild des Kopfhörers. Nur bei der aktiven Geräuschunterdrückung sind sie nicht ganz auf dem Level von Modellen, die dann aber auch teilweise fast 300 Euro in der UVP kosten. Und dann muss man den OnePlus Buds Pro einfach zugute halten, dass das eben ein Kopfhörer für 150 Euro ist. Und da würde ich sagen, ist das ANC durchaus ausreichend. Nicht gut, also da sind sie nicht auf dem Level von Premium-Kopfhörern, wie das OnePlus dann vielleicht gerne hätte, dass sie auch ganz oben damit spielen, aber durchaus ausreichend. Das war mein Fazit oder mein Review zu den OnePlus Buds Pro, die ich jetzt seit ein paar Tagen im Alltag testen konnte. Falls ihr Fragen habt, lasst mich das auch gerne in den Kommentaren wissen. Ich werde euch diese dann hoffentlich direkt beantworten können. Lasst mir auch gerne eure Meinung dazu da. Was sagt ihr zum Kopfhörer? Gefällt euch das Design? Ist das vielleicht auch was, was für euch interessant wäre? Und dann will ich an dieser Stelle auch schon mal anteasern, dass ich jetzt für den frühen oder Spätsommer eher für den frühen Herbst auch mal so einen Vergleich machen möchte mit aktuellen kabellosen Kopfhörern. Ich denke, das könnte ganz spannend sein, da vielleicht nochmal einen guten Überblick zu bekommen, auch jetzt mit Blick auf das Weihnachtsgeschäft, AirPods 3 kommen etc. Und ich glaube, da werden die OnePlus Buds Pro in der Liste durchaus auch auftauchen. Und ich glaube, in dieser Preisklasse haben sie auch ganz gute Chancen, da ganz vorne mitzuspielen. So, das soll es jetzt aber von meiner Stelle gewesen sein. Ich bedanke mich an dieser Stelle fürs Zuschauen und sage bis zum nächsten Video.